So all I ask you, stay with my instruction. Don't add anything. Als Magier unter den Tanzpädagogen ist er bekannt geworden durch den Kinofilm Rhythm Is It. Und weltweit ist Royston Muldoon ein heiß begehrter Choreograf für große Tanzprojekte. Somebody anyway who wouldn't normally find it easy to look straight in someone's eyes. Seit nunmehr 4 Jahrzehnten bringt er Laien jedweder Couleur zum Tanzen. Jetzt hat sich der Brite nach langer Abstinenz wieder einmal selbst als Tänzer in den Tanzsaal begeben, und zwar nach Hagen zum Ballettmeister Ricardo Fernando. Der Brasilianer, der dieses Jahr den Deutschen Tanzpreis erhalten hat, choreografiert für den 72-jährigen Wahlberliner ein Stück zum Element Wasser. Das soll dann nächstes Jahr draußen in freier Natur gedreht werden, und zwar für den Film Die 5 Elemente des Hamelner Filmers Matthias Lindner. Ihn und Muldoon verbindet ein leidenschaftliches Bewusstsein für die Natur, für ihre Schönheit und ihren Wert und für das, was sie durch den Menschen erleiden muss. Diese Sichtweise ist die Grundidee, die sich in dem Tanzfilm widerspiegeln soll. Denn auch wenn man das Tanzen liebt, so sind doch die elementaren Lebensgrundlagen entschieden wichtiger. But this whole idea that you get people who are artists, I think, who make the big mistake of sort of saying, you know, art and music and dance, it's more important than the air we breathe, it's more important than the water we drink. Bullshit. First you need water, you need air, you need food, you need somewhere over your head to protect your children, then you need dance. Kunst kann jedoch ein gutes Mittel sein, das Bewusstsein für bestimmte Dinge zu schärfen. Und um der Natur tanzend ein Sprachrohr zu verleihen, haben sich Choreografen und Tänzer ehrenamtlich auf dieses Filmprojekt eingelassen. Denn zurzeit fehlt es noch an jeglichen finanziellen Mitteln. Und in der Kunst hat man um Gelder schwer zu kämpfen. Das bedauert auch Hagens Ballettchef Ricardo Fernando. There is no country like this for dance. Yeah. With so much going on, yeah. And it's we have in a dangerous moment from so many companies being closed and many theaters losing everything, but it's, I hope we're going to be looking positive in the future. Was die beiden Künstler nicht verlieren, ist die Freude bei der Arbeit und, ganz wichtig, der Humor. That's it. Mit im Boot der 5 Elemente ist auch der mexikanische Tänzer und Choreograf Miguel Cermeño, der Produktionen und Projekte aller Größenordnungen leitet und sich seit vielen Jahren gerade für inklusive Geschichten interessiert und so auch in diesem Bereich arbeitet. In den 1980er Jahren wurde er zum besten Nachwuchstänzer Mexikos gekürt. Mittlerweile hat sich sein Fokus jedoch mehr aufs Choreografieren verlagert. Nichtsdestotrotz hat Cermeño zugesagt, für den Film das Element Feuer zu tanzen. Für die Feuerprobe ist der in Bonn lebende Tänzer nun nach Hameln gekommen, um mit Matthias Lindner die Struktur abzustecken. Langsam, Drehung, und ab hier los, sind langsam, wie die ganze Beine. Auch wenn es auf den ersten Blick etwas von Schublade haben mag, die südamerikanische Herkunft mit Feuer zu assoziieren, so haben doch gerade die südländischen Tänze wie Flamenco oder Tango viel Feuriges im Ausdruck, und Cermeño wird diesbezüglich auch in seiner Vita fündig. Mit dem Feuer identifiziere ich mich indirekt aufgrund meiner Nationalität, meiner Kultur. Man hat das, die Reputation, dass man feuerlich ist, so die Latino-Typs und so weiter. Das glaube ich nicht so ganz eigentlich. Aber das ist schon ein bisschen ein Klischee. Man kann damit spielen. Ich glaube, ich habe auch diesen Teil von Element. Zum Beispiel, ich habe mit der Stierkampfschule mich beschäftigt. Und das hat was zu tun mit dieser Gefahr, mit dieser Konfrontation mit einer größeren Kraft. Das ist die Konfrontation mit einem Tier. Ich habe natürlich nie einen getötet. Das war für mich Tanzen. Tanzen mit einem Tier. Aber dadurch, dieser spanische Einfluss, gibt es die feuerliche Temperament sozusagen. Nächstes Jahr werden der britische Star-Choreograf Royston Muldoon, Miguel Cermeño und 3 weitere Tänzer und Tänzerinnen für die Aufnahmen zum Film Die 5 Elemente im Weserbergland zu Gast sein. Yes. Nice one. Now.